Hallo Freundinnen, Freund der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Anton Friends. Endlich muss ich mal nicht anfangen. Es wird Zeit für Pete und Alex. Mich, dem Alex. Und wir gehen heute auf Jagd. Ja. Auf Schnitzeljagd. Ja, weißt du, was ein Schnitzel ist? Kein Cordon Bleu? Also, nein, es ist ein abgeschnittenes Stück. Also kann auch ein Papier. Ein Papierschnitzel. Gibt's auch. Mhm. Wurde später umbenannt in Schnipsel, aber. Stimmt, ja. Egal. Neues Spiel von der Edition Spielwiese. Hier steht drauf Brett, J. Gilbert, Matthew Dunstan und Nele Brönner. Hier mal ein sehr grafischer, kunstvollerer Grafikstil. Ganz in Pantone, Sonderfarben gedruckt. Kommt auf der Kamera nicht ganz so gut rüber. Knapp mächtig. Hat so ein krass kariert Vibe. Das stimmt auf jeden Fall auch, krass kariert Vibe. 2 bis 5 Spielende möglich. Ich würde festhalten, ich habe es bis jetzt in 4er-Konstellation gespielt. Ja, 3, 4, 5. Ne? Da funktioniert es auf jeden Fall gut. Und jetzt, wir haben uns sagen lassen, auch zu zweit soll es irgendwie ganz interessant sein. Das ist noch mehr Mindgame. Ihr werdet nämlich gleich sehen, warum. Ja. Bis heute. Ja. Und wir spielen das natürlich hier für euch jetzt mal zu zweit, die gute Schnitzeljagd. Und es ist, oder soll natürlich auch kein Geheimnis sein, der liebe Andreas, ehemaliger Kollege bei der BerlinCon, ist ja dann glücklicherweise zur Edition Spielwiese gegangen. Wir mussten ja durch Corona bei der BerlinCon ja leider dann noch den Gürtel noch enger schnallen. Ja, sieht man. Ja, und Andreas zusammen mit Lars Fraunert hat das redaktionell betreut. Der gute Lars. Ist quasi das erste richtige eigenständige Projekt, wo Andreas dran gearbeitet hat. Und deswegen hier auch einen speziellen Platz in meinem Herzen. Mal gucken, ob ich das auch aufs Spiel umlegen kann und gewinnen kann. Und wir haben beide Liga, Andreas, deswegen. Ja. Ja. Und wir haben für euch insofern das schon mal vorbereitet, dass wir eine Übersichtskarte hier platziert haben. Und da seht ihr, es gibt 5 Karten: Bär, Wolf, Luchs, Eule und die Maus. Diese gleichen Karten hat auch der Pete oder natürlich, wenn wir das jetzt, keine Ahnung, bis zu 5 spielen würden, natürlich jeder andere Mitspielende. Ja. Ist gut, dass du mischst. Theoretisch braucht man es nicht mischen, aber irgendwie schon, weil jetzt geht es nämlich darum, wir können es doch mal machen. Lass es, damit haben wir es doch vielleicht ganz kurz erklärt, weil das ist so schnell. Ja. Wir spielen einfach mal, wir müssen, aber du weißt ja schon, welche Karte das ist, weil wenn wir die gleich aufrufen. Guck, also Pete weiß ja jetzt bei 5 Karten, eine Karte fehlt, die ist es. Ja, also jeder spielt eine Karte und jetzt wird von oben nach unten aufgerufen. Pete, hat jemand einen Bär gespielt? Ich habe keinen Bär gespielt. Hätte ich jetzt einen Bär gespielt, dann müsste ich den auch aufdecken. Jetzt habe ich aber keinen Bär gespielt. Und der Bär, weil er das größte Tier hier in unserer Auflistung ist, ja, der Bär geht jetzt jagen, was fressen. Und du musst jetzt eine Kartenart Wolf, Luchs, Eule oder Maus ansagen. Und diese Kartenart, die wird dann gefressen bei allen Spielenden. In dem Fall ist es natürlich nur meine Karte. Ja, Pete, was denkst du denn, was da liegt? Bei dir? Ich habe auch nicht ausgewählt. Ach so. Ich habe auch nur gezogen. Ein Luchs. Ein Luchs. Nein, Pete, es ist kein Luchs. Weiß ich. Hm? Weiß ich. Weiß ich. Weil erste Regel ist bei diesem Spiel, man darf nicht seine Karten zeigen. Also so spielen macht keinen Sinn. Ja, genau. Das ist natürlich klar. Ja, jetzt ist es sozusagen kein Luchs. Pete hat also nichts gefressen. Mhm. Ja. Und jetzt, wenn noch mehr Spielende sozusagen dran teilnehmen würden, jetzt hier, na, dann gäbe es ja vielleicht noch weitere Karten, die alle kein Luchs sind. Dann wird wieder gesagt, wurde ein Wolf aufgedeckt oder hat jemand einen Wolf gespielt, bla bla. Und so geht man die Reihenfolge wieder runter. Wenn gleiche Tiere aufgedeckt werden, na, dann sind die abgelenkt, spielen so ein bisschen miteinander, dann wird quasi nicht gefressen. Und derjenige, der dann am Ende noch übrig bleibt. Ich mache den Wolf zurück. Ja. Genau, der am Ende übrig bleibt, der hat seine Karte hoffentlich noch da. Die Karten bleiben jetzt nämlich auch liegen, denn wir spielen ja eine Runde. Eine Runde besteht daraus, dass wir 3 Karten spielen. Mhm. Und wer am Ende dieser Runde nicht gefressen ist,
Der darf seine Punkte zusammenzählen und der, der die meisten Punkte hat, kriegt, also hat die Runde gewonnen. Ja. Wir können die hier so cool beiseite legen und das ist natürlich auch so ein Thema. Ich weiß jetzt schon, Pete hat keinen Bär mehr. Pete weiß, ich habe keinen Wolf mehr. Ne? So viel da. Aber jetzt habt das Spiel ja verstanden. Das können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ja, man spielt also drei Karten und dann, wie Pete schon gesagt hat, zählen wir die Wertigkeiten der Karten zusammen, wenn man nicht gefressen wurde. Und der, der dann den höchsten Wert hat, kriegt 2 von diesen coolen Pilzpunkte-Markern. Wer als erstes 5 hat, hat gewonnen. Entweder ist das irgendjemand, der einen Donut-Trick oder es könnte ein Pilz sein. Was soll ich sagen? Spürst du es schon, ja. Also, hat jemand einen Bär gespielt? Nein, kein Bär. Ein Wolf? Auch kein Wolf. Ein Luchs? Auch kein Luchs. Eine Eule, Pete. Und da siehst du schon, wir sind gedanklich, sind wir einfach so drin. Ja, wir haben jetzt der Punkt ist halt, wenn der Luchs umgedreht wird, hat er halt nur die Eule und die Maus zu fressen. Ja gut, Pete. Also, wir haben jetzt erstmal schon 4 Wertigkeitspunkte. Jetzt wird wieder ausgesucht. Spielt das jetzt? Ja, mal gucken. Hat jemand den Bären gespielt? Wolf? Ja. Tja, Pete, was habe ich gespielt? Ich habe keinen Wolf gespielt, sonst müsste ich sie auch umdrehen. Ja, jetzt gibt es ja nur noch die Möglichkeit, ich will es jetzt nicht schwieriger machen, als es ist, aber die Eule liegt ja draußen. Ich habe also entweder Luchs oder Maus gespielt. Du hast eine Maus gespielt. Nee, ich habe leider keine Maus gespielt. Na, zum Glück. Ja. Also der Luchs, der überlebt hier und kommt sozusagen hier ran. Ab jetzt also aktuell, wenn man das sieht, ne, 4 und 3, 7 Punkte. Pete hat 6 Punkte, wenn ich es jetzt schaffe, nicht gefressen zu werden. 4 und 3 sind 7. Ja, und 4 und 2 sind 6. Aha. Was kann er spielen? Er kann einen Bär spielen und er könnte einen Wolf spielen. Kann einiges spielen, ja. Aber... Ja, weil ich Hardpoker eine Maus. Hat jemand einen Bären gespielt? Doch, hat einer. Ich habe einen Bären gespielt. Und so, also... Also, Bär habe ich nicht gespielt, das heißt, also es könnte nur Lux und Maus sein. Du hast den Lux gespielt. Nee, habe ich nicht. Ah, du hast eine Maus gespielt. Ich hab eine Maus gespielt. Krasser Typ, hast du damit... Weiß ich nicht. Gewonnen? Also ich habe jetzt... Ich habe jetzt 11. Ich hätte wissen müssen, dass Pete so ein krasser Typ ist. Ja, also Pete hat jetzt, ihr seht dann, 4, 5, 9 plus 12 sind 11 Punkte. Ich habe 4, 3 und 1 sind 8 Punkte. Die einzige Chance zu gewinnen. Ah ja, und das habe ich nicht mehr. Das heißt, Pete bekommt 2 Punkte und ich bekomme aber einen Punkt, weil wir beide sozusagen noch im Leben. Spiel sind und ja, mehr Punkte als weniger. Mit mehreren Spielern, genau. Gibt's alle, die am Gleichstand beteiligt sind, kriegen 2 Punkte. Ja, also ihr seht schon, 2. Ich hab den Namen gesehen. Okay, können wir auch machen, ja. 2-1, wie gesagt, wer als erstes 5 Punkte hat, hat gewonnen. Und ja, that's the game. Ihr seht schon mit sehr Mieren. Leicht machbar. Pete. Ist ein Bär anwesend? Na, also vielleicht anwesend, aber nicht als Karte gespielt. Achso, ja. Ist ein Wolf als Spiel gespielt worden? Nee, ich mag den Wolf als Karte auch sehr. Ja, Pete, was denn? Luchs, Eule, Maus? Luchs. Nee, es ist kein Lux, es ist ein kleines Mäuschen. Na, guck mal, hat er sich hier einfach. Auf dieser Disney. Ja. Ja, hat er mal einen gucken lassen. Guck ihn an, wie er machen möchte. Ach, das ist so ein Spiel, das kann man so leicht aus dem Bauch rausspielen, aber es gibt natürlich. Kann man so leicht? Es gibt natürlich schon so Deduktionsmomente, die man. Also, eigentlich, ich glaube, eben habe ich schon den Fehler gemacht. Ich habe kurz drüber nachgedacht und klar, die Maus war der einzigste Punkt, an dem du hättest gewinnen können und ich hätte die Maus nehmen müssen. Also wahrscheinlich, auch hätte ich den Lux gewonnen und hätte dich einfach trotzdem gewonnen. Ja. So, hast du einen Bär gespielt? Nee. Gespielt? Peter hat einen Bär gespielt. Also alles bis aufs Maus, ne? Wolf, Lux, Eule könnte da liegen. Ach ja, dann hast du Lux gespielt. Nee, habe ich nicht. Ich habe den Wolf gespielt. Ja, den wollte ich zuerst nehmen. Letzte Karte jetzt.
5, 6, 7. 7 zu 3. Hast du den Bär gespielt? Nee. Also, Wolf kann es nicht sein. Dann kommen die Luchse raus. Ich habe einen Luchs gespielt. Ich auch. Ja. Da habe ich mir schon irgendwie so fast so ein bisschen gedacht. Ja, und ja, weil ich wusste nicht, ob ich Eule, wenn du jetzt ganz dreist gewesen wärst, habe ich gedacht, komm, der spielt die Eule. Der spielt bestimmt die Eule. Ja, vielleicht. Ich habe damit 10 Punkte und Pete hat leider nur 6 Punkte. Ich bekomme also 2 und Pete ein. Ihr seht schon, Gleichstand. Nächstes Spiel entscheidet. Nächstes Spiel wird es wahrscheinlich entscheiden, ja? Auf jeden Fall. Ja, das ist halt beim Mehrspielerspiel so, wenn dann alle möglichen Leute gleich viele Punkte haben, spielt man weiter. Ja. Und ich sag mal so, auf der Berlin-Con hatte ich ein Spiel, was dann so bis 10 ging. Da kannst du dann, also da wirst du dann wirklich irgendwann Kürre im Kopf. Also denkst, ah, jetzt kenne ich dich aber. Das hast du doch gar nicht gespielt. Ah, und geht man mit der gleichen Hand raus, die man eben hat? Ja, oder auch nicht? Oder vielleicht doch? Jetzt mal einfach einer gefressen. Vielleicht hat man auch einfach mal Glück. Ne? Piet, ja. Ist sein Bär gespielt worden? Weiß ich nicht. Ich habe einen Bär gespielt. Ja, so, und jetzt sieht er ja. Wolf, Luchs, Eule, Maus, man muss das spüren mal. Der Bär will nur so ein kleines Praline essen und ich sag, du hast eine Maus gespielt. Die Eule. War die Eule. Knapp daneben, ne? Ja, daneben. Ich dachte mir schon fast, dass er die Maus einfach Praline essen. Ja, ja, ja. Auch so sehr nett. Einfach weg. Ja, aber meine Eule ist jetzt raus, das heißt also, ich werde wahrscheinlich echt nicht so gut stehen. Wer weiß. Ist jetzt also nur unentschieden. Ja, wir müssen jetzt nur unentschieden. Das stimmt. Das Schlimme ist ja auch im Zweierspiel, wenn einer eine Maus und einer die Eule hat und die Eule deckt sich auf, dann denkst du so, naja gut, dann esse ich halt die Maus. Das habe ich nämlich gedacht, du spielst wieder die Maus, weil du dachtest, komm, wir fällt nochmal drauf rein. Ja, das meinte ich mit mehr Mindgame. Ja. Ja, ist es ja irgendwann noch. Hast du einen Bär gespielt? Nee. Hast du den Wolf gespielt? Nee, Wolf wurde ja, gespielt, aber du hast den Wolf gespielt. Ich hab schon gespielt. Ja, ich muss noch mal gucken, was ich gespielt habe. Das geht mir öfter mal so. Ich guck nicht Spiel, so, weil dann spiegelt das vielleicht. Dass ich, also zum Glück nicht, aber... Ja, was will denn der Wolf essen, Piet? Luchs, Eule, Maus ist unter dem Wolf. Ich sag eine Eule. Du sagst eine Eule, aber hier ist die kleine Maus. Ah, ich dachte mir sowas fast. Ja, damit steht es 6 zu 6. Das könnte, das mehr Thrill könnte ja fast gar nicht da sein, muss man mal festhalten. Mehr Thrill könnte ja nicht da sein. Jetzt einfach jemanden essen, aber Piet hat natürlich auch noch den Bären. Ich könnte natürlich sagen, ich fress dich. Ich hätte die Wahl aus 3 und 5. Oder ich spiele einfach, weil ich ja Punkte brauche. Tja. Oh Mann, ey, ich bin auch mal gespannt. Also, hast du den Bär gespielt? Hast du den Bär gespielt? Nee, habe ich nicht. Du hast nicht den Bär gespielt. Hast du einen Wolf gespielt? Ich habe nicht den Wolf gespielt. Hast du einen Luchs gespielt? Ja. Du hast einen Luchs gespielt. Ah. Ja. Warte kurz. Ja, und das ist jetzt auch keine Magie, ihr seht. Die Eule ist sehr schmackhaft. Die Maus liegt ja hier schon. Es gibt also nur die Eule. Ja, damit hat Piet mich gegessen. Weil er wusste, ich dachte so, Maus spiele ich nicht, das Spiel garantiert. Und ja, Piet hat mich gefressen. Damit bin ich jetzt raus. Oder ja, quasi. Wärst du raus aus der Runde, alle anderen würden weiterspielen. Ja, ich krieg, glaube ich, nicht mal diesen Punkt. Stimmt, weil ich gefressen wurde, ja. Bin ich raus, kriege ich keine Punkte. Ja, und damit hat Piet gewonnen. Aber da habe ich dich nochmal vernascht, bevor du genau. Für das, was es sein möchte, schnell gespielt ist, so ein bisschen Bluff, leicht Deduktion vielleicht auch dann, werfe ein paar Karten draußen, dann kann man natürlich sowas auch ausschließen, so ein bisschen. Ich glaube, je länger man die Leute kennt, mit denen man spielt, desto wilder wird es auch. Und man muss halt aber auch nicht viel wissen, was wie Spielen angeht. Man kann den Leuten das einfach erklären.
Und bis zu 5 spielbar, da kamen, ja, da sitzen dann ja auch schon einige Leute am Tisch. Und ja, wenn man also mal auch ein Spiel haben möchte, was ein bisschen knallt vom Artwork her, wie gesagt, auf der Kamera kommt das Ganze. Oh nein, noch ein bisschen. Die kann man nicht essen. Die kann man nicht essen, die kleinen Pilze. Sollte man nicht essen. Ja. Die haben keine Wirkung. Also, das war jetzt Schnitzeljagd zu zweit, neues kleines Spiel von der Edition Spielwiese, bis zu 5 Spieler. Wir haben es jetzt hier in der Zweierversion gespielt, ist auf jeden Fall auch ganz cool. Machbar. Ja, ja. Und ich würde auch sagen, fährt noch mal ein bisschen mehr auf, gerade in Vierer- oder Fünfer-Besetzung. Ja. Also, hat ein bisschen mehr Pep, ne? Weil man, wer hat jetzt wen, man hat ein bisschen mehr Auswahl. Vielleicht behindern sich dann auch zwei, man kriegt ja weil es auch schon ein bisschen weiter geht, ne? Wenn gleiche Tiere aufgedeckt werden, geht es gleich weiter. Bei uns war ja dann sozusagen diese Phase vorbei. Diese Phase dann hat eine andere Dynamik, kann man auf jeden Fall machen. Dauert ja auch nicht viel länger. Ne? Wenn man also mal auf dem Fahrstuhl wartet. Ja, klar. Oder irgendwie nett in der Bahn nochmal. Man ist gerade. Ich glaube, das könnte auch sein, wenn man einfach so fertig ist, zum Beispiel wie auf der BerlinCon, auf das Spiel, was ich auf der BerlinCon gespielt habe, oder einfach so knüll ist, dann hat es nochmal den Reiz, weil vielleicht die Gehirnkapazität gerade, wisst ihr, dann kriegt man gar nicht. Genau, dann kriegt man vielleicht gar nicht mehr mit. Das stimmt auch dann wieder. Dann ist man noch verwirrter und dann sagt man als Lux Maus, obwohl die Maus vielleicht schon draußen liegt. Ja, also so viel Daten. Ja, aber das. Gibt es ja dann vielleicht doch noch die Möglichkeit, dass sie doch bei ist, weil du es trotzdem so siehst. Ja, vielleicht, genau. Ich sehe nämlich Doppelmäuse. Oha. Wir wünschen euch hier viel Spaß auf dem Kanal. Je nachdem, wann jetzt dieses Video rausgekommen ist, gibt es wahrscheinlich auch noch viele BerlinCon-Studio-Videos. Da gibt es vielleicht auch das ein oder andere, was euch da interessiert. Vorstellungen quasi schon für die Spiele in Essen. Also viele Sachen, die auf der BerlinCon gezeigt wurden, noch nicht da waren, aber schon angeteasert werden können. Also da auch ein bisschen Vorfreude auf das Spiel dann in Essen. Da freuen wir uns auch. Wir werden auch da sein auf der Spiel in Essen. Ist ja noch ein bisschen hin, aber da auf jeden Fall die nächste Möglichkeit, uns auch mal wieder über den Weg zu laufen. Bin ich auch ein bisschen entspannter, weil ich da nicht in die Organisation verwickelt bin bei der Spiel. Da mache ich auch 28 Kreuze, Hut ab. Ja, bis zu einer anderen Organisation. Ja, da bin ich dann auch schon wieder in der... Ich sage nur, den letzten Post bei BGG war sehr lustig. Ja, hier nimmt Hunter und Kronen gerade, Hunter und Friends ihre Videos auf und man darf sie nicht unterbrechen, sonst ist der grimmige Kameramann direkt an einem dran. Und wer war das? Der grimmige Kameramann war Alex. Ich glaube, ich war gar nicht so grimmig. Nee, du hast eine Maske getragen. Ich war nur direkt. Du hast einen Blick. Das war der Blick nach ein paar Tagen Messe vielleicht auch schon wieder. Ja, also, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Auf jeden Fall. Ja, und genießt die schöne, hoffentlich noch Sommerzeit. Ansonsten andere schnelle Spiele, die ihr spielt, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Denn wir gucken auch immer gerne rein, was man so nochmal mit dem Rucksack wirft oder unterwegs vom Rucksack kann. Das ist, könnte es eigentlich auch ein, ich glaube, ein cooles Festivalspiel. Das werde ich mal testen, wenn es zum Highfield geht. Ja, und ich bin auf die Variation mit Shots gespannt. Naja, immer wenn man gefressen wird wahrscheinlich. Oder wenn man frisst, weil du ja besser bist als der andere. Ja, das ist die Sache, in welcher... Ihr seht schon. Wir wollen übrigens nicht zum Alkoholkonsum verführen. Man kann das auch mit Wassershots machen. Bierpong letztens auch mit Wassershots. Du kannst auch alkoholfreien Flaschen geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also wollte ich jetzt nur nochmal klarstellen. Aber ja, das ist eine gute Idee. Wie würdet ihr denn das schottifizieren? Also. In dem Sinne. Bis dann. Ciao.